Ja, schönen guten Morgen erstmal alle zusammen. Ich begrüße euch auch heute an dem zweiten Tag zu meiner kleinen Session 10 Jahre Joomla, 10 Dinge, die du über Joomla 3X wissen solltest. Ich bin dann doch erstaunt, dass so viele hier sind, weil ich schätze auch die meisten Dinge, die ich jetzt gleich erzählen werde, die kennt ihr schon. Vielleicht ist das eine oder andere für euch dann doch noch neu. Schauen wir mal. Auch die ganzen 45 Minuten werde ich nicht brauchen müssen. Ich werde euch versuchen, einige Dinge zu zeigen. Auch an der Juk Sauerland Seite, falls jemand noch nicht so genau weiß, wie man was einstellt oder so, dann können wir das auch mal kurz besprechen. Ja, fangen wir mal direkt an mit Punkt Nummer 1. Drag and Drop, einfaches Verändern von Reihenfolgen. Ich denke, das brauche ich keinem mehr zu zeigen. Oder weiß nicht jemand, wovon ich rede? Gut, wunderbar. Bisher war es ja, oder bis Joomla 2.5 war es eben halt so, dass man die Reihenfolge der Menüpunkte oder die Reihenfolge der Beiträge immer sehr mühevoll hochklickern musste oder die Zahlen in die entsprechende reinbringen musste und dann auf die Diskette klicken. Das ist nicht mehr der Fall. Wir ziehen einfach den Menüpunkt und ziehen ihn an die Stelle und lassen ihn da dort los, wo wir ihn haben möchten. Wie ihr sicherlich, denke ich, auch schon bemerkt habt, das klappt nicht immer ganz hundertprozentig. Das ab und zu, dann hat er entweder den Menüpunkt doch nicht nach ganz unten, sondern nach ganz oben gestellt. Bei mir ist es jedenfalls so, kann vielleicht aber auch an meinem Webhoster liegen. Das weiß ich noch nicht so genau. Wie ist es bei euch? Funktioniert das da mit dem Drag and Drop? Einwandfrei. Einwandfrei? Super. Dann liegt es an meinem Webhoster. Nein, das ist dieser gelbe Verein mit diesem Männchen in dieser Weltkugel. Gut, okay. Was gibt es da für eine Erklärung dafür? Weiß ich nicht. Also für mich ist das die Erklärung, dass ich diesen komischen Webhoster benutze. Ja, die Erklärung dafür, dass ich diesen Webhoster benutze, liegt einfach daran, ich habe Kunden, die wollen von dem nicht weg. Da kann man sich den Mund fusselig reden. Die sagen, nein, da war ich schon 20 Jahre und da bleibe ich. Und dann denke ich, Geiz ist geil. Und dann denkt man, okay, du, dann bleib da. Und deswegen habe ich mir irgendwann mal vorgenommen, das heißt, das war eigentlich schon auch aus meiner Joomla-Geschichte heraus, weil ich meinen ersten Webhosting-Platz 2006 mit Joomla 1.0 auch bei Strato dann gebucht hatte. Und da ich dann halt weiß, wie ich mit Strato umzugehen habe, habe ich dann bei den Kunden nicht mehr die Probleme. Oder wenn der Kunde anruft, ich habe das und das Problem, da weiß ich schon, okay, das ist eine Sache, entweder musst du damit leben jetzt, weil du bei Strato bist, oder wir können es dann doch irgendwie anders hinbiegen, dass es funktioniert. Punkt Nummer 2 ist das Recapture. Einbindung von Googles Recapture zur Absicherung von Formularen. Ihr wisst, dass ihr in der Hauptkonfiguration, also zunächst einmal muss das Plugin aktiviert werden, ganz wichtig. Man muss sich einen privaten oder einen öffentlichen Schlüssel bei Google besorgen. Das heißt, das läuft leider nicht ohne Google-Account. Da besorge ich mir diese beiden Schlüssel und kann die dann dementsprechend im Plugin einbinden. Und dann aktiviere ich einfach in der Hauptkonfiguration das Recapture als Standard. Und es ist eine sehr gute Sache, um eben halt das Anmeldeformular zum Beispiel für die Registrierung abzusichern nochmal oder das Kontaktformular, welches standardmäßig bei Joomla im Moment noch mit drin ist, in dieser Kontaktkomponente. Das hat den Riesenvorteil, ich meine, auch Google ist jetzt nicht unbedingt eine Firma, die ich sehr sympathisch finde. Um es mal so auszudrücken, es ist allerdings ein sehr gutes Tool, welches auch, barrierefrei ist es nicht, das Recapture, es ist barrierearm. Falls jemand den Vortrag von gestern von mir verfolgt hat mit dem Herrn Kunert vom Blindenverein hier aus Hamburg, es ist schwierig für die Blinden durch das Recapture durchzukommen, alleine schon, weil der Code, der dort ist, dann auf Englisch vorgelesen wird. Also die Zahlen und die Buchstaben werden auf Englisch vorgelesen und auch nicht jeder Blinde ist des Englischen mächtig, sodass es da natürlich auch Probleme geben kann mit diesem Recapture. Aber an sich eine gute Sache. Helmut? Ich kann eine Frage zwischenstellen? Ja. Da gibt es natürlich eine hervorragende Alternative zu Google. Ich arbeite auch mit dem Google.
Ja. Ich bin auch mit zufrieden, aber ich habe auch von Viktor Vogel das Plugin, das heißt ECE, ich hab keine Ahnung, wie das heißt. Und das macht auch, das schützt auch die Formulare mit einer Rechenaufgabe, das wäre ja die Keyboard-Barriere. Ja. Und zusätzlich gibt es ja noch ein völlig unauffälliges Kästchen, was man anhaken kann, dann ist man da automatisch gegen die MySQL-Injection geschützt. Ja. Und braucht dann nicht noch zusätzlich aufwendig, da muss man nämlich auch was machen. Ja. Und das leistet das. Okay, ich wiederhole einmal Alternativen zu diesem Recapture. Da gebe ich dir jetzt vollkommen recht. Zum Beispiel das Tool von Viktor Vogel, welches eine mathematische Aufgabe stellt, welches man eben halt auch vor MySQL-Injections schützen kann. Das haben wir auch gestern nochmal deutlich gemacht in dem Vortrag, dass für die Sehbehinderten das auf jeden Fall auch viel einfacher ist. So eine kleine Mathematikaufgabe, die man dann eben, wo man die Lösung in das Feld reinschreibt. Das ist einstellige Zahlen oder zweistellige? Ja, da gibt es auch noch andere Captchas. Da gibt es auch noch andere Captchas, wo man verschiedene Rechenmethoden einstellen kann oder ähnliches, welches auch sinnvoll ist. Bei Google allerdings habe ich so eher die Erwartung auch, dass das relativ zeitnah immer aktualisiert wird. Ja, das Problem mit Joomla-Erweiterungen, halt die Aktualisierung, macht der Entwickler das relativ zeitnah, macht er mit. Bei Google kann man schon einigermaßen davon ausgehen, dass sie das fix machen. Ich muss überlegen, seit gestern eben halt dem Vortrag und dem Einwand von Herrn Kunert, ob ich das Recapture weiter benutze, ja oder nein, kann ich selber noch nicht sagen, weiß ich noch nicht. Da muss ich selber noch mal eine Nacht drüber schlafen. Und wie schützt sich das Google Recapture vor MySQL-Injections? Nee, du bindest das Capture direkt von Google ein. Da ist kein Code, der über Joomla läuft. Das ist extern. Die Problematik stellt sich gar nicht. Okay. Ja, dann haben wir das Tagging, Versehen der Beiträge mit Tags. Ist, denke ich, auch mittlerweile bekannt, dass ich in den Beiträgen habe ich die Möglichkeit, nochmal Stichworte zu diesen Beiträgen zu definieren. Das Interessante ist, ich kann dadurch natürlich auch ich habe die Möglichkeit, eine spezielle Suche einzustellen, die speziell nach den Tags in den Beiträgen sucht. Das heißt, wenn ich also möchte, dass ein Beitrag bei einem bestimmten Schlagwort in der Suche erscheint, dann kann ich diesen Tag dort zusätzlich anfügen. Da gibt es auch ein einfaches Feld, wo ich die eben halt einsetze und dann ist gut. Man kann, wie gesagt, die Suche damit so ein bisschen auch optimieren. Man kann zum Beispiel Beiträge, spezielle Beiträge auch zueinander zuordnen. Das alles kann man mit diesen Tags halt machen. Das ist eigentlich auch ein ganz nettes Tool, welches ich ehrlich gesagt auch selber noch gar nicht im Einsatz habe. Ich habe das bisher auch so, ja gut, das gibt es. Aber ich werde mich definitiv in der nächsten Zeit darum kümmern. Bitte eine Frage? Wo schreibe ich die jetzt rein? Das weiß ich jetzt. Ja, okay. Die Frage, wo schreiben wir das rein? Dann gucken wir uns das an. Dann schauen wir uns das live an. Dumm, die dumm, die dumm. Das ist übrigens meine Zwei-Faktor-Authentifizierung, indem ich eine harte Access davor setze. So, jetzt müssen wir auch noch wieder ein bisschen beten wegen Strato und öffentlichen Netzwerken. Aber zumindest, denke ich, können wir aufrufen. Ich nehme da immer ganz gerne das Impressum für. Dann weiß ich, was ich aufräumen muss. So. Jetzt muss ich selber auch mal eben schauen. David, wo du gerade da bist,
Mein kleiner Helfer in der Not. Tags, wo stelle ich dir einen Beitrag? Muss ich? Bin ich blind? Ja, ich bin blind. Da ist es. Da ist es schon. Zuweisen von Schlagwörtern. Da reinpacken. Und wo erscheint man unter dem Beitrag? Die kann ich mir anzeigen lassen, ja. Da können die Leute nämlich auch hin und her switchen. Zum Beispiel. Ich kann, wie gesagt, aber auch eben halt die Suche speziell konfigurieren, dass der nach dem Tag sucht. Hat aber mit CEO nichts zu tun, oder? Die Suche auf der Website. Schon, also diese Tags werden natürlich auch benutzt, um dann für die Suchmaschinenoptimierung. Also Google freut sich schon über die Tags, klar. Da brauchen wir nicht drüber reden. Nur man sollte möglichst zusehen, dass die Tags auch im Inhalt nochmal erscheinen. Dass die im Inhalt nochmal erscheinen, die Tags, die Schlagwörter. Weil sonst sagt sich nämlich Google wieder, wie bei den Keywords, ne? Da versucht einer Wörter reinzuballern, die mit dem eigentlichen Inhalt gar nichts zu tun haben. Und dann ist wirklich auch die besteht die Gefahr, dass Google dann vielleicht mal sagt, nö, ich indiziere das, du versuchst mich gerade zu veräppeln. Ja? Deswegen also auch die Google, auch die Meta-Keywords, die werden von Google gar nicht mehr ausgelesen. Die braucht ihr gar nicht mehr ausfüllen. Wie kann man die Beiträge jetzt zueinander ordnen? Die Frage, wie man jetzt die Beiträge zueinander ordnen kann, indem ich eben halt gleiche Tags verwende in den Beiträgen. Ich verwende jetzt das Wort Auto. Wenn ich jetzt eine Website über Autos, Kaffeemaschinen oder weiß ich nicht was mache, dann verwende ich in allen Beiträgen, wo ich jetzt, wo es ums Autos geht, packe ich das Schlagwort Auto da rein. Und dann habe ich die schon zusammen zugeordnet. Ne? Also es ist wirklich relativ einfach. Ja, es funktioniert. Ja, der nächste Punkt, Mikrodata. Das habe ich jetzt gerade falsch geschrieben. Einstellen ist total verkehrt, weil Mikrodatas werden ja aus dem HTML-Code erzeugt von Joomla. Auch dieses ist etwas, wo man gar nichts machen muss. Das ist jetzt einfach nur für euch der Hinweis, aha, Joomla hat im Core die Bereitstellung der Mikrodatas. Da bin ich jetzt auch mal ganz ehrlich, da dürft ihr mich nicht ganz so jetzt in die Tiefe fragen, wie das funktioniert und wie das mit der Suchmaschinenoptimierung besser funktioniert. Da bin ich auch leider etwas überfragt in dem Punkt. Dann haben wir die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wir haben ja hier auch die Leute von YubiKey da, die Firma Matrix, die hier für Deutschland vertreiben. Ich stehe dem etwas distanziert gegenüber. Ihr habt eben schon gesehen, dass ich mich im Backend meiner Webseiten, dass ich dort immer nochmal eine .htaccess zusätzlich einrichte und dementsprechend habe ich dann dort meine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ich könnte noch einen dritten Faktor da reinpacken, aber dann wird es irgendwann auch ein bisschen viel mit Anmelderei. Also das muss jetzt jeder für sich entscheiden, ob er sagt, okay, ich mache mir den Aufwand und erstelle diese .htaccess oder ich greife auf den YubiKey zum Beispiel zurück. Beim YubiKey ist es ja, ihr habt es gestern gesehen, recht einfach. Ich aktiviere das Plugin, mehr brauche ich wirklich nicht zu tun. Gehe in den Benutzer, stecke den YubiKey rein, generiere mit dem Fingertipp, dass der Code dort eingespielt wird. Tippe auf Speichern, bekomme dann meine Notfall-Anmeldezahlen, die man sich dann abschreiben sollte und auch wieder irgendwo sicher ablegen muss, ne? Ganz klar. Und kann dann dementsprechend mich immer eben mal zusätzlich mit meinem Passwort und dem YubiKey anmelden. Wie gesagt, ich mache das, indem ich die htaccess lieber benutze. Das ist mir ein bisschen sicherer, weil der Administratorordner dann erst gar nicht aufrufbar ist für andere. Das hat mir vor 2,5 Jahren, als wir ein Problem mit dem JCE, gut, mit der JCE-Editor hat auch immer mal eine Sicherheitslücke, aber vor 2,5 Jahren war es ganz extrem, der hatte ein Riesending, ein Riesenscheunentor, was offen stand. Und ein Kunde, ich benutze den JCE gar nicht, aber ein Kunde von mir hat den mal ausprobiert, sagte, oh, ich probiere den mal aus. Sag ich, gut, wenn du das machst, wenn du machen möchtest, installier den.
Ich hatte den Kunden normalerweise geimpft, wenn das fertig ist mit deiner Probiererei, dann musst du das auch wieder deinstallieren. Was macht der Kunde natürlich nicht? Er deinstalliert es nicht und updatet es natürlich auch nicht. Und als ich davon dann gehört habe, dass dieses Scheunentor da ist, das erste, was ich gemacht habe, wirklich sofort. Ich habe die Website aufgerufen, ich habe geguckt, ob alles heile ist, habe den JCE da rausgeschmissen. Und dann war es eben halt so, dass diese harte Access-Absicherung mich dementsprechend von Eindringen des Hackers geschützt hat in dem Punkte. Also diese Absicherung ist sehr, sehr effektiv. Aber nochmal, wie gesagt, das ist mit dem YubiKey natürlich um ein Vielfaches einfacher. Diese harte Access-Datei, die muss ich erstmal erstellen, ich muss Passwörter dazu erstellen, ich muss die Passwörter am besten in einem übergeordneten Ordner meiner Joomla-Installation abspeichern, dann muss ich die Domain umleiten, also Joomla am besten erst schon in den Unterordner installieren und diese Geschichten, das ist schon ein bisschen aufwendig. Und da ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung natürlich etwas einfacher, ganz klar. Also bei dem richtigen Hoster kann man das hosterseitig machen, das geht ganz schnell. FC-Host, die wurde schon genannt, das ist easy. Die hat Access-Absicherung. Ja, es wurde gerade gesagt, dass bei einigen Hostern das relativ einfach funktioniert. Gut, kann jetzt sein. Wie gesagt, ich bin bei einem Hoster, der ist. Bitte nochmal? Die YubiKey-Sache schützt nicht davor, dass so offene Sachen wie JCE oder so. Das weiß ich nicht. Das will ich jetzt nicht behaupten. Die Frage war, ob der YubiKey vor solchen Sachen jetzt nicht schützt. Also das will ich jetzt mal nicht behaupten, das kann ich euch wirklich definitiv nicht sagen. Ich weiß, dass ich mit dieser harten Access-Absicherung auch sehr gut fahre. Und dem vielleicht aus meinem persönlichen, eigener Meinung eher vertraue vielleicht als den YubiKey. Wobei das mit dem YubiKey immer noch die Sache ist, gebe ich einem Kunden einen YubiKey in der Hand. Weiß ich, ob der den morgen noch hat. Da kommt meistens dann irgendein Anruf, ich habe den verloren, ich weiß nicht mehr, wo der ist. Also das ist eher, wie ich meine Kunden einschätze. Da mache ich lieber eine harte Access-Absicherung rein. Da weiß ich, dass ich das Passwort zurücksetzen kann oder ändern kann. Und den YubiKey hat er verloren und dann muss ich den Benutzer löschen, neu. Ja, das ist mir alles so aufwendig in dem Punkte. Aber nochmal, wie gesagt, es ist eine schöne Sache, um es einfach zu handeln für einen einfachen User, der jetzt ein bisschen Probleme auch hat mit der Einstellung des HT-Access-Absicherung oder der eben halt nicht weiß, dass der Hoster sowas schon werkseitig anbietet. Der hat hier eine sehr einfache, sehr simple Möglichkeit, seine Installation nochmal etwas besser abzuschirmen. Noch eine Frage? Kann ja. ich über die Akiba-Tools auch einen HT-Access erzeugen? Ja, richtig. Die Akiba Admin Tools wurden hier gerade genannt, wo auch die harte Access-Absicherung durchgeführt werden kann. Helmut? Und eine weitere Alternative zu dieser Absicherung wäre dann tatsächlich das Tool, was ich eben erwähnt hatte, bei dem Vogel, da kann man auch noch einen Token machen, dass man dann einfach oben in der URL ein Passwort definiert ja. Und dann ist die Seite auch abgesichert. Ja. Effektiv, wie ich an was denke. So ein Token kann man da definieren. Ja. Also auch hier nochmal der Hinweis gerade, dass man es über einen Token auch realisieren kann. Nochmal abzusichern. Nö, das Akiba Admin Tool, das gibt es schon. Genau, in der Pro-Version ist das eben halt auch erhältlich. Ja gut, kommen wir zum sechsten Punkt, erleichterte Template-Bearbeitung, einfache Erstellung von Overrides. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern ihr mit der Template-Gestaltung und so weiter zu tun habt oder ob ihr euch Templates kauft oder kostenfreie benutzt. Ich möchte das mal eben auch zeigen im Backend anhand meines Templates. Erstmal zur Erklärung, ich benutze sowieso erstmal prinzipiell keine Overrides. Meine Templates basieren komplett auf dem Joomla Core. Aber wenn ich jetzt wollte, wenn ich jetzt sage, ich bin mit der Darstellung eines einzelnen Beitrags nicht zufrieden, ich möchte das anders haben,
Mal was Verrücktes. Ich möchte die Überschrift, die möchte ich eigentlich gerne unten haben und nicht über dem Text. Dann kann ich sehr einfach in der Template-Verwaltung hier einen Override dafür erstellen. Ich muss natürlich jetzt wissen, welcher Override das ist. Das wäre hier dementsprechend com-content. Den klicke ich an und es ist dann natürlich der Artikel, der Beitrag. Dann wähle ich den aus, schwupp, gehe wieder zurück in meinen Editor und sehe, hier ist ein neuer Ordner entstanden, da ist HTML. So, den kann ich jetzt öffnen und wenn es etwas weitergeht, da sehen wir dann eine PHP-Datei. So, dies ist jetzt die Original-PHP-Datei aus Joomla, aus dem Joomla-Core. Und jetzt kann ich eben halt, wenn ich will, meinen eigenen Code da reinbringen. Ich kann die Darstellung komplett verändern, ich kann neue Klassen definieren. Also der Möglichkeiten sind dort eigentlich fast keine Grenzen gesetzt. Zusätzlich gibt es hier dementsprechend auch einen sehr schönen Editor, der so gewisse logische Dinge abfragt. Also wenn dann ein Semikolon fehlt, meckert er das an. Auch in der CSS-Bearbeitung meckert er an, wenn er einen Befehl nicht kennt oder Doppelpunkt nicht gesetzt worden ist oder ähnliches, dann wird mir das farblich gleich sofort dargestellt. Das ist auch eine sehr schöne Sache für alle diejenigen, die eher weniger damit zu tun haben und sich dann nicht irgendwelche Bezahltools dafür kaufen müssen oder wollen. So wie ich zum Beispiel, also wie gesagt, meine Templates sehr, sehr, sehr einfach. Und wenn ich dann mal in der CSS-Datei bin, dann reicht mir eigentlich hier dieser Editor. Normalerweise benutze ich den Editor von Windows für die Erstellung von CSS-Dateien. Aber hier, wie gesagt, das Tolle, hier werden Fehler erkannt, schon vorab in der Logik und hilft mir so ein bisschen, das Ganze dementsprechend zu sehen. Ja, das sind diese Overrides. Diesbezüglich möchte ich noch sagen, dass es eine Idee aus dem letzten Jahr gibt, und zwar viele Menschen programmieren Overrides. Das, ich fahre jetzt nicht drauf ab, aber eben halt, wenn man designtechnisch mit Joomla was reißen möchte, dann muss man eigentlich, dann kommt man um Overrides nicht drum herum. Und es gibt mittlerweile auch dort eine Datenbank, wo man sich diese Overrides austauscht. Ich meine, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Nils Nübel hatte da gestern schon einen Vortrag drüber gehalten. Es war, glaube ich, J-Override hieß der. J-Over. Und da ist es... Na, du warst das, sorry. Nicht Nils? Okay. Entschuldigung. Gestern Abend habe ich dann irgendwann gemerkt, ey, deine Session ist gleich als erstes. Da war es aber auch schon, glaube ich, Viertel vor zwei, da warst du später, da war es Viertel vor zwei. Mache ich nie wieder, ich schwöre. Also die Session so früh legen. Dann kannst du die Frage auch beantworten, sind die Overrides, die da liegen, sind die GPL, sind die frei? Ja, auch frei, schön, sehr schön. Dass man sich da gegenseitig austauschend hilft. Man muss nicht alles doppelt programmieren. Helmut? Ich komme da auch überhaupt nicht mit klar und habe das Template verändert und eine Kopie erstellt mit einem anderen Namen. Und das Ziel ist ja, dass das nicht überschrieben wird, wenn es eine neue Version gibt. Richtig. Ja. Richtig. Das ist für mich die Alternative, weil ich da dann auch aussteige, weil ich die Ordner nicht finde, das sind dann für mich gemütlich. Ja. Ja, also das ist natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte Joomla in dem Punkt halt überschreiben, dann nutze ich hier halt den Override, kopiere mir das, mache die kleine Änderung, die ich haben möchte und dann wird mir das dementsprechend bei einem Update auch nicht überschrieben. Ne, das ist in dem Falle sehr praktisch. Aber die Frage, die man sich dann natürlich stellen muss, warum wurde das überschrieben, warum wurde das von Joomla abgedatet? Ist eine Sicherheitslücke oder ähnliches, die geschlossen werden musste. Deswegen nutze ich Overrides nicht. Prinzipiell nicht. Ich weiß, ich kann keine Bäume ausreißen, meine Kunden brauchen das aber auch nicht. Ich sage immer ganz lieb, meine Kunden sind Klein- und Kleinstunternehmer, wirklich die Friseuse und der Klempner von nebenan. Die brauchen auch nicht wirklich responsive.
So einfach, wie ich diese Templates erstelle, was auch gestern der Herr Kuhnert vom Blindenverein nochmal bestätigt hat, sind die sehr einfach, sehr schlicht, sehr übersichtlich, was für die Sehbehinderten ein ganz großer Vorteil ist. Wenn ich da an manche Templates denke, wo 100.000 Modulpositionen sind, Millionen verschiedene Orte, wo irgendwelche Informationen stehen, verschachtelt und ich weiß nicht was, dann steige ich sogar als Sehender aus manch einer Seite steige ich aus, weil ich sage, ich werde gerade bombardiert mit Informationen und hier mache ich jetzt Feierabend und mache das Fenster zu. Wie gesagt, deswegen ganz schlichte Templates ohne Overrides. So wie ich das Ganze jetzt hier erstellt habe, kann ich das Ganze natürlich auch wieder löschen. Ja, ich klicke jetzt hier einfach nur auf den Ordner und sage, einen Moment, ich will eben einmal löschen. Da habe ich jetzt nur, Moment, ich muss einfach die Datei schließen. Verzeichnisse verwalten. HTML. Dann sage ich löschen. Boom, dann ist er auch wieder draußen. Da war noch eine Frage? Ja, wenn man jetzt auf die Art ein Override gemacht hat, kriegt man irgendeine Information, falls das Original beim nächsten Release aktualisiert wird? Das musst du dann nachlesen in den Changelogs von dem Update von Joomla. Und das ist sinnvoll, ne? Ja, da stehen dementsprechend, das ist nachzulesen, klar, wo welche Datei verändert worden ist. Das ist aber relativ aufwendig. Und wenn ich das für jedes Template dann machen muss, welches, ich habe um die 25 Kunden, die ich betreue, das ist ein Aufwand für mich, wo ich sage, nee, da steige ich aus, mache ich nicht. Aber wer es möchte, wer es braucht, kann eben halt hier sehr einfach diese Overrides verwalten. Das ist halt auch neu in Joomla 3. So, dann sind wir schon bei der Versionierung. Habe ich auch, ganz ehrlich gesagt, vorgestern zum ersten Mal ausprobiert. Ich sehe für mich jetzt auch keinen Grund, auch für meine Kunden nicht, dass wir so eine Art Versionierung starten. Ich zeige euch aber mal, wie man das einschaltet und was das genau ist. Ich habe es jetzt also für die User Group auch mal aktiviert. Wir müssen hier erstmal raus. So, dann gehen wir zu den Beiträgen. Wir gehen zu den Optionen der Beiträge. Denn wir müssen diese Versionierung erst einmal einschalten. Prinzipiell ist die ausgeschaltet. Jetzt muss ich auch erstmal wieder schauen, wo sie ist. Da ist sie schon unter dem Tab Bearbeitungslayout. Da habe ich einmal hier Versionen speichern. Standardmäßig steht es halt auf Nein. Das muss ich auf Ja klicken. Und standardmäßig sind dann 10 eingestellt. Ich kann das hier eben halt einstellen, wie viele Beiträge ich denn, also wie viele Versionen ich von einem Beitrag denn abspeichern möchte. Denkt bitte daran, wenn eure Website sehr umfangreich ist und ihr da jetzt 20 Versionen einstellt, das heißt, ihr 20-facht im Zweifelsfall den Inhalt eurer Datenbank, zumindest was jetzt die Beiträge angeht. Kommt drauf an, wieder bei welchem Webhoster man ist, welche Datenbank und, wie viel Platz ich in meiner Datenbank habe. Achtet da nur bitte drauf. Nicht, dass ihr auf einmal die Meldung bekommt, dass die Datenbank übergelaufen ist und sich die Datenbank verabschiedet. Das ist dann immer so ein Punkt, der dann meistens am Wochenende und irgendwann so zwischen 2 und 3 Uhr meistens passiert. Deswegen vielleicht nicht zu hoch einstellen in dem Punkt. So, wenn ich das jetzt gemacht habe, dann kann ich direkt wieder in meinen Beitrag hinein. Ja, komm. Jawohl. Schupp, und wir gehen natürlich wieder ins Impressum. So, wenn ihr mal darauf achtet, es geht jetzt eigentlich hier um dieses kleine E. Direkt im ersten Satz bei den Datenschutzerklärungen an uns übermittelte. Dü, 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 dü.
Oh, das ist hier oben. Ich finde es nicht so toll. Ich hätte es besser vielleicht gefunden, wenn man das als Tab auch hier unten macht. Es ist aber als Button hier oben gelandet. Ich kann jetzt draufklicken und ich bekomme alle meine 5 Versionen, die jetzt eben halt zu diesem Beitrag abgespeichert werden. Ich bekomme auch den Hinweis, welche von diesen Versionen denn jetzt aktuell ist. Das ist die dann natürlich mit dem Sternchen dabei. Dann weiß ich, dass sie gerade online steht. Ich kann mir auch noch einen Hinweis abspeichern. Das heißt, ich verändere jetzt den Text. Ich lasse das E jetzt mal stehen und nehme das N hier von Daten weg. Dann kann ich hier in den Versionshinweisen reinschreiben, mit E, ohne N. Sag mal, speichern. Nicht wundern, das Feld ist jetzt wieder leer. Weil ich bin ja jetzt gerade in der Beitragsbearbeitung. Das muss leer sein, damit ich da einen neuen Hinweis für meine neue Version einstellen kann. Und unter Version kann ich dann erkennen, da ist es. Ja, das gelbe Sternchen mit E ohne N. Dann weiß ich Bescheid, mitunter auch eben halt, welche Änderungen ich da gerade vorgenommen habe. Helmut? Kurze Zwischenfrage, wenn du jetzt auf 5 eingestellt hast und änderst das 6. Mal, wird dann der 1. wieder überspeichert? Richtig, der letzte fällt hinten wieder raus, ganz klar. Noch jemand eine Frage zur Versionierung? Achso, man kann sich die natürlich auch anschauen. Ist ja jetzt nicht so, als wenn ich jetzt allein nur anhand des Hinweises jetzt mir überlegen muss, welcher Inhalt war das denn jetzt. Ja, also ich kann dementsprechend mir den Beitrag auch nochmal richtig anzeigen lassen und habe dann dementsprechend die Übersicht, um welchen Inhalt es sich dann hier dementsprechend handelt. Ich kann das Ganze dann natürlich auch wieder herstellen. Ich klicke den an. Ich sage jetzt hier wieder mit E möchte ich haben. Sage wieder herstellen. Und schwupp, bekomme ich dann auch hier jetzt wieder in der Beitragsbearbeitung den Beitrag, den ich mir ausgesucht habe. Gehe dann hier wieder mit Schließen raus und habe meinen Beitrag wieder hergestellt. Das ist, wie ich finde das Feature ganz gut, muss man ganz wirklich sagen. Das war so ein Knackpunkt für viele, sich auch nicht für Joomla zu entscheiden, weil Joomla eben halt diese Versionierung ja erst seit 3 hat. Ich selber brauche es nicht oder ich habe es für mich entschieden, dass ich es nicht brauche, aber ich weiß mit Sicherheit, es gibt einige Menschen, die das brauchen, wirklich brauchen können. Ich finde es ein gutes Feature, auf jeden Fall. Jo, kommen wir schon zu Punkt 8. Das ist jetzt etwas, das habe ich auch mehr oder weniger selber entdeckt. Als ich dann meine Websites und auch die Kundenwebsites auf Joomla 3 aktualisiert habe, musste ich dann ja dementsprechend das Template anpassen. Für mich stellte sich in dem Moment die Frage, mache ich HTML5, ja oder nein? Decke ich den Internet Explorer 9 und älter noch ab? Bis auf einmal dann mein Schwiegervater anrief, dem die Seite oder ja 2 Seiten, die ich für ihn betreue, die habe ich gleich als erstes umgestellt. Und er dann mir sagte, da hat jemand angerufen, der kann die Website nicht sehen. Meine erste Frage dann lautet immer, wenn er anruft und mir sowas erzählt, dann frage ich, mit welchem Betriebssystem ist er unterwegs und welchem Browser. Ja, dann höre ich gleich Windows XP und Internet Explorer 9. Dann klappen sich zwar bei mir immer die Fußnägel hoch, aber das tut auch einigermaßen weh. Aber ja, viele ältere Menschen weigern sich anscheinend immer noch, sich einen neuen Computer zu kaufen und ein neues Betriebssystem zu haben mit neuem Browser. Und da habe ich mich dann dazu entschlossen, von Google ein JavaScript einzubinden, welches dann hilft, dass der Internet Explorer 9 und älter dann HTML5 versteht. HTML5 ist wichtig, wer gestern wieder in meinem Vortrag war, der weiß es, für die Vorlesemaschinen. Die Vorlesemaschinen bekommen mit diesen neuen Tags, das ist zum Beispiel Header oder Nav für die Navigation oder Main für den Hauptinhaltsbereich oder Article für den Artikel.
Die Vorlesemaschine erkennt diese Tags und der blinde oder sehbehinderte Mensch kann dementsprechend direkt zum Inhaltsbereich springen, direkt in die Navigation springen. Und er bekommt das dann auch vorgelesen, Navigationsbereich, das ist dann der NAV-Tag. Und da geht es mir ganz speziell darum, dass, auch das möchte ich euch zeigen, was ich falsch gemacht habe am Anfang. Ich habe dann einen Div-Container gebaut, in den ich dann nicht Div, sondern eben halt den NAV-Tag verwendet habe, in meinem Template, in meiner Index.php. Habe dort dann wieder zwei Div-Container reingepackt, weil ich mir vorgestellt habe, was macht Google mit meiner Seite, wenn Google erkennt, in dem Container sind gar keine Navigationselemente, ich habe den aber als Navigationsbereich ausgewiesen. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Blödsinn erzählt. Ich habe einen Div-Container gemacht und da, wo ich die Navigation drin habe, da habe ich den NAV-Tag reingesetzt. So war das. Den habe ich per Hand da reingesetzt. Ich hatte dann zwei Modulpositionen, die ich praktisch untereinander gepackt habe. Einmal oben für die Navigation und anderen für den Rest aller anderen Module. Das ist aber absolut nicht notwendig. Das habe ich auch mittlerweile schon wieder zurückgebaut. Ich habe wieder nur noch eine Modulposition, die ich jetzt allerdings nicht mit dem NAV-Tag versehen habe. Denn das macht Joomla für mich. Das zeige ich auch. Da, 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 da. Hauptmenü. Ach nein. Ich sehe, die Seite habe ich noch nicht umgestellt. Ihr seht hier noch, die Position heißt bei mir Module 1 NAV. Ja? Ich zeige euch dann auch mal eben im Template die Index.php. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, ob ich eine Seite habe. Ja, habe ich, die ich zeigen kann. Templates. Da, 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 da. Ja, das ist mein Index.php. Das ist nicht viel, wie man sieht. So, hier erkennt man, ich habe einen Container drumherum gebaut. Dann habe ich hier halt einen neuen Container für die Navigationselemente gemacht mit dem NAV-Tag und dementsprechend die Modulposition da reingeschmissen. So, das ist aber, wie gesagt, jetzt genau das, was ich nicht machen muss. Das ist jetzt nicht bei Strato. Achso, das darf ich ja sagen, das ist bei unserem Hauptsponsor 1&1. Ja, ich weiß, ich muss updaten. Danke. So. Ja, gehen wir hier auch nochmal eben in das Template. Beziehungsweise, ich habe das ein bisschen, die Kundin ist ein bisschen extravaganter, möchte da doch ganz gerne Besonderheiten haben. Deswegen habe ich hier auch direkt drei verschiedene Templates, keine Stile gemacht. Das kann man jetzt, kann man mit Sicherheit auch anders regeln, bin ich mir ganz sicher. Aber das, da wollen wir jetzt gerade nicht drauf hinaus. So, wir haben hier wieder meinen Container, wo ich die Modulposition reinpacke. Und ihr seht, ich habe es nicht mehr aufgebröselt. Ja, ich benutze hier auch nicht den NAV-Tag. So, den NAV-Tag, den lasse ich Joomla erstellen, indem ich in das Navigationsmodul gehe. Und auf dem Tab Erweitert, da kann ich mir jetzt nämlich den Modultag auswählen, den ich jetzt für dieses Modul nutzen möchte. Und hier kann ich ganz klar sagen, hey, das ist eine Navigation. Also benutze bitte den NAV-Tag dafür, den ich dementsprechend hier ausgewählt habe. Und der Screenreader erkennt sofort, aha, nur hier habe ich meine Navigationsregion und eben nicht die komplette Modulposition. Und ich muss nicht mehr zwei Modulpositionen definieren, die eine drüber, die eine drunter, wieder einen Container drumherum basteln. Das brauche ich eben nicht. Dieser Tab mit den Erweiterungen hat noch etwas Positives. Und zwar
Noch bis ja auch Joomla 2.5 war es notwendig, wenn man mal ja spezielle Dinge im Design machen wollte und man mit Hintergrundbildern gearbeitet hat, dann bräuchte man so ja drei Div-Container nochmal extra, die man dann dementsprechend mit Design-Elementen füllen kann. Das hat man früher, ich gehe nochmal wieder zurück ins Template, weil wir dann schon da sind. Das hat man früher hier zum Beispiel mit dem Style gemacht. Ja? XHTML bedeutete, ich nehme nur einen Container drumherum, die Klasse ist die Standardklasse ModulTable und ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, jetzt noch großartig Designelemente mit verschiedenen Containern zu machen. Wenn ich das gewollt habe, musste ich hier Rounded eingeben. So, der Nachteil ist, das bezieht sich jetzt natürlich auf alle Module, die dort in die Modulposition geschmissen werden. Wenn ich jetzt allerdings auf der Position nur ein Modul habe, welches jetzt aus der Reihe fällt, wo ich es genau andersrum haben möchte, dass ich eben halt nicht das Rounded zum Beispiel haben will, oder ich will gerade das Rounded, aber nur für dieses eine Modul haben, dann hatte ich verloren. Und man musste wieder versuchen, mit Containern zu schachteln und zu machen und zu tun, welches absolut unsinnig ist, weil ab jetzt kann ich direkt sagen, benutze das normale XHTML für dieses Modul, das heißt also die Klasse ModulTable, oder benutze hier zum Beispiel anstelle, benutze Rounded, dann habe ich die Klasse Module und ich habe meine drei Container, wo ich dann dementsprechend Designelemente hinterlegen kann. Das vereinfacht gerade das Templating ungemein, weil ich jetzt nicht mehr mit meinen Modulpositionen hantieren muss. Mal jetzt eine ganz ehrliche Frage, wer wusste das mit den Modulen? Noch keiner? Ja, einer. Schön, ich habe was Neues erzählt. Das hatte ich mir auch so gedacht, dass das noch keiner wusste. Ich habe selber gesetzt. Okay, stimmt. Zur Information, es kann keiner sehen, Jan-Erik Zassenhaus ist auch da. Schönen guten Morgen. Unser Joomla-Übersetzer, jawohl. Ja. Also eine fantastische Sache, es erleichtert wirklich einiges. So, ich schließe mal eben hier erstmal wieder alles kurz, damit nicht so viel offen ist. So, Punkt 9, Install from Wrap. Das hat mit Sicherheit schon, glaube ich, schon jeder gesehen. Auch ich zeige es auch nochmal. Erweiterungen, Verwalten. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ich muss es allerdings erst noch aktivieren. Wenn ich Joomla ganz neu frisch installiert habe, muss ich ihm noch sagen, dass ich es nutzen möchte. Dann wird das aktiviert und ich habe jetzt hier die Möglichkeiten, direkt aus der Extensions Directory direkt mir die Erweiterungen zu suchen und auch zu installieren. Also ein Extensions Directory durchwühlen, runterladen auf dem Stick oder auf meinem PC, wieder hochladen, installieren. Diese ganzen Arbeitsschritte entfallen, weil ich direkt jetzt daraus installieren kann. Hat mal eine gewisse Zeit nicht funktioniert, jetzt funktioniert es wieder. Naja, ich selber nutze es auch eher selten. Ich habe meine Standarderweiterungen, die trage ich alle auf dem Stick mit mir rum. Und die installiere ich meistens dann aus dem Stick heraus. Aber es ist auch, wir hatten eigentlich eine tolle Geschichte, um einem das Leben so ein bisschen zu vereinfachen. Besonders auch die Anfänger, die Neulinge, die das mit dem Installieren noch nicht gesehen haben oder noch nicht gelernt haben, dass die sehen können, Mensch, ich kann da draufklicken und dann habe ich jetzt hier vielleicht Breezing Forms oder Pro Forms oder Akiba Backup, habe ich dann gleich mit einem Klick installiert oder zwei Klicken. Und muss da nicht erstmal lange noch suchen, runterladen, nehme ich eine ZIP-Datei, nehme ich eine andere Datei, was muss ich denn jetzt machen? Dann wird das Forum wieder bevölkert mit diesen einfachen Fragen, die klar natürlich für einen Anfänger eine Berechtigung haben, das sehe ich auch ein, aber das wird jetzt alles ein bisschen einfacher.
So, kommen wir schon zu Punkt 10. Wo wir gerade beim Komponenten und Erweiterungen installieren waren. Die Mitteilung ist, fliegen Komponenten aus dem Core raus. Der Hintergrund ist, man möchte den Joomla Core an sich schlanker machen. Weniger Code ist sicherer Code. Man muss gewisse Sachen nicht mehr, Sicherheitslücken ist immer das altbekannte Thema und der Core und die Leute, die im Core halt arbeiten, haben sich dazu entschlossen, einige Komponenten rauszuhauen aus Joomla. Dazu zählt zum Beispiel Banner und Weblinks, die sind schon draußen. Wer jetzt mal eine Neuinstallation gemacht hat, der weiß, dass sich diese Komponenten nicht mehr mitinstallieren. Die gibt es weiterhin und die werden auch weiterhin vom Core gepflegt. Wenn ich die haben möchte, kann ich mir die weiterhin noch installieren. Die sind auf GitHub. Jetzt ist das ein bisschen tricky, die zu finden. Oder sind die auch in der Extensions Directory? Jan, weißt du was? Ich habe mal nach den Weblinks gesucht in der Extensions Directory. Ich habe sie nicht gefunden. Dann muss ich erst auf GitHub mir das Paket runterladen, installieren. Ist natürlich für den einfachen User wieder schwierig, weil er nicht weiß, dass es GitHub erstmal überhaupt gibt, dass die Daten genau dort liegen und wie ich sie dann da halt runterhole und dann wieder in mein Joomla installiere. Werde ich schauen, dass ich heute auch noch mal mit dem einen oder anderen spreche, dass das anders organisiert wird. Es gibt schon schöne YouTube-Videos, wie man das dann wieder. Ja. Helmut, danke für den Hinweis. Danke für den Hinweis, Helmut. Auch hier YouTube-Tutorial-Videos natürlich, klar. Wenn ich danach suche, finde ich die auch. Aber ja, ich denke immer an diesen einfachen, hilflosen User, der gerade zum allerersten Mal von Joomla gehört hat, sich das runtergeladen hat. Der hat sich ein Webhosting-Paket bestellt bei einem Webhoster, bei dem man eigentlich nicht nehmen sollte. Ich denke da an 2006 immer wieder gerne zurück. Ich nehme Joomla 1.0 und denke, ja, jetzt mache ich meine eigene Website und stehe da vor ganz dicken Problemen und habe von Tüten und Blasen keine Ahnung. Ich wusste nicht, was eine Datenbank ist, was ist MySQL, was ist PHP. Ich konnte so ein bisschen HTML so fett machen, kursiv stellen, Text kursiv stellen, Bild einfügen mal. Von einer Website, von einem Bild von einer anderen Website, das konnte ich bis dato, aber nicht mehr. Und dann stand ich da wirklich wie Ochs vom Berg und hatte 5 dicke Probleme, die ich aber alle gelöst habe. Habe dann auch einen Forumseintrag dann hinterher noch dazu gemacht. Die Reaktion war, das läuft doch nie. Die nächste Reaktion war, das probiere ich aus. 3 Tage später, das funktioniert wirklich. Also da war ich auch so ein bisschen stolz, dass ich das hingekriegt habe. Ja, welche Komponenten fliegen demnächst raus? Nachrichten, das ist diese Komponente, um sich intern zwischen Benutzern auf der eigenen Joomla-Installation Nachrichten zu verschicken. Wird demnächst auch rausfliegen. Da habe ich selber schon dran mitgearbeitet beim letzten Pizza Bugs and Fun Tag. Das zu kontrollieren, ob das okay war. Das war noch nicht ganz so okay. Deswegen hat es auch noch ein bisschen gedauert, sonst wäre es vielleicht schon in diesem letzten Release drin gewesen, aber wahrscheinlich fliegt das dann bei 3.5 raus. Wann dann die Kontakte rausfallen, weiß ich noch nicht. Dazu kann ich jetzt nichts sagen, aber die werden auch fallen, definitiv. Mein Hinweis jetzt an alle Entwickler. Achtet bitte darauf, dass gerade die Kontaktkomponente rausfliegt. Ich weiß es von einer Erweiterung, dem Joomla Event Manager, das ist der Nachfolger der Eventlist. Die Jungs haben jetzt auf diese Kontakte aufgebaut. Man kann sich innerhalb eines Events, kann man sich dann eine Kontaktperson heraussuchen, die dann auch dargestellt wird, die man anklicken kann, über das dieses Formular dann auch eine Nachricht schicken kann. Und in meinem Wahn, als ich hörte, die Kontaktkomponente fällt sowieso, und in der Extensions-Verwaltung kann ich es auch schon löschen. Habe ich dann gesagt, okay, was soll ich mit dem Schrott noch, wenn es nicht benutzt? Haus raus. Weniger Code ist höhere Sicherheit.
Habe dann allerdings feststellen müssen, dass dann meine Komponente, der Joomla Event Manager, nicht mehr lief. Das war natürlich blöd. Ja, das war wieder eben halt die größte Website, die ich so betreue. Der Kunde rief dann natürlich irgendwann abends wieder an und sagt so, hey, was hast du da gemacht? Das funktioniert nicht mehr. Ich da hingegangen, die Seite angeguckt. Ich habe es natürlich nicht kontrolliert, als ich es rausgeschmissen habe, ne? Weil man denkt ja, es läuft. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass die Komponente eine Datenbankabfrage macht. Und zwar auch, ich benutze das ja nicht in der Komponente, das mit der Kontaktperson. Ich lasse die ja raus. Es wird also auch keiner im Event angezeigt. Aber die Komponente fragt trotzdem die Datenbank ab, gibt es die Datenbanktabelle, wie heißt sie, Kontext oder so? Gibt es die? Die fragt nur nicht mehr Inhalte ab. Die Komponente fragt, ist die Tabelle da? Nein, die Tabelle ist nicht da. Bumm, Fehlermeldung. Und da war ich auch ein bisschen entrüstet. Ich habe dann Folgendes gemacht. Ich habe dann von einer anderen Installation eine leere Tabelle genommen, die dort installiert. Ich habe nur die leere Tabelle in die Datenbank installiert. Und bumm, die Komponente läuft wieder. Dann habe ich die Entwickler angemailt, habe denen gesagt, ey Leute, Achtung, komm, Kontext fliegt bald raus und ihr müsstet eure Komponente anpassen, damit dann die Fehlermeldung nicht kommt. Oder ihr müsstet die so anpassen, dass die eben halt nicht mehr diese Tabelle abfragen. Dann kam eine sehr, ja, wirklich? Woher weißt du das? Na ja, dann habe ich kurz geschrieben, Mitglied im J&B Hunt, Mitglied im CMS-Garden, ich habe da schon so meine Quellen. Und dann fing da erstmal eine riesen Diskussion an, ja, da müssen die User halt Kontext dann nachträglich nochmal mit installieren. Dann habe ich dann so zu verstehen gegeben, dass es Leute gibt, die das nicht wollen, dass es auch sicherer ist, weniger Code zu haben. Das ist ja der Hintergrund, weshalb es rausfliegt. Die Diskussion geht weiter gerade. Jo. Ob die Newsfeeds rausfliegen, das weiß ich nicht. Da habe ich keine Informationen drüber. Das ist jetzt, die Newsfeeds benutze ich selber sehr oft. Das finde ich eigentlich eine sehr gelungene Komponente, um sich eben halt Fremdinhalt ja in die eigene Website zu holen. Da müssten wir nochmal schauen, was so die Zeit bringt. Jan, hast du da Informationen auch nicht, ne? Gut, aber Newsfeeds könnte auch fallen. Nur schon mal als Hinweis, dass ihr so ein bisschen darauf achtet, nicht, dass ihr dann sehr überrascht seid, sie sind auf einmal nicht mehr da. Ja, das war von meiner Seite. Habt ihr noch Fragen? Bitte? Eine kurze Frage, wenn du dieses Install von Web, ja? Die Extensions, die man direkt installiert, was muss ich da aktivieren? Sie haben gesagt, da muss ich was, ja, aktivieren. Ja, die Frage war, was man installieren muss für dieses Install from Web, was man da anklicken muss. Ich muss mal eben schauen, ob ich eine Seite finde, die ich betreue, wo ich das noch nicht gemacht habe. Könnte hier ganz gut der Fall sein. Jawohl. Ja, also ich gehe auf Erweiterungen, habe hier meinen Schritt installieren und lande an diesem Punkt. Paketdatei hochladen, aus Verzeichnis installieren, von URL installieren und dieses aus der Directory zu installieren, ist nicht aktiv. Ich müsste jetzt hier auf diesen Button klicken und dann wird es aktiv. Das ist einfach alles. Ne? Gar nicht viel. Jo, sonst noch Fragen? Gut, dann beende ich das Ganze, wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, lasst euch draußen von dem Flohmarkt nicht, einfach nicht hingucken.